Und wie die hinuntergefallen ist. Mit einem solchen Schwung. Nein, sowas. Sowas. Ja, also so komisch finde ich das auch wieder nicht. Die Nägel sind ja über den ganzen Boden verstreut. Ja, die wird er schon wieder aufheben. Wer? Ja, er, der... Er, der es hinuntergeworfen hat. Ah, ja, aber... Ja, wo kommt denn das Sägemehl her? Mein Kleid ist über und über voll. Ja, sowas. Das scheint sich auch noch zu freuen. Das kommt von den Brettern da oben runter. Das ist ja allerhand, wie es da herunterstaubt. Ja, das ist wirklich allerhand. Hörst nicht gleich auf mit der Herunterstauberei da. Da nützt doch das Befehlen nichts. Da muss man herunterputzen. Ja, da haben Sie recht. Ich putze ihn gleich runter, den putzigen, den Schmutz. Also, ich glaube, es ist besser, ich gehe. Sie können ja das Kästchen am Morgen liefern. Auf Wiedersehen, Herr Jäger. Ja, auf Wiedersehen, Frau Steinhausen. Auf Wiedersehen. Ja, du bist mir aber einer Vogel. Das darfst doch nicht. Auch nicht, wenn du ein Kobold bist, verstanden? Du treibst mir die Kundschaft weg. Verstehst mich? Ich hab dich gefragt, ob du mich verstehst. Pumuckl. Pumuckl! Gib doch eine Antwort. Ich weiß doch, dass du da warst. Pumuckl, ich bin ja so froh, dass du wirklich da bist. Ich habe schon geglaubt, dass ich bin. Späne fallen, Nägel knallen. Pumuckl freut's, niemand bereut's. Ja, wo sitzt du denn? Ja, nee, niemand findet den kleinen Pumuckl, wenn es der Pumuckl nicht will. Niemand! Ja, niemand außer mir. Und ich hab dich schon gesehen. Und erwischt. Oh, ich hab vergessen, dass ich für dich sichtbar bin. Olaf, lass mich aus. Lass mich aus. Nein, ich lass dich nicht aus. Ich bin ja froh, dass ich dich hab. Aber wie schaust denn aus? Über und über voller Staub und Sägemehl. Ja, da muss ich dich ja abwürsten. Wart, ich hab da einen Pinsel. Jetzt komm her. Oh, das kitzelt ja. Ja. Hör auf! Damit wenigstens die Schlimmste weg ist. Meine Nase, die... Ja, zum Wohl, Pumuckl. Was ist denn das da in meiner Nase? Die... Das ist Staub. Und wenn man Staub in der Nase hat, dann muss man niesen. Wenn man alles muss, wenn man sichtbar ist, das ist aber... Ja, brauchst ja nicht glauben, dass das bloß für dich komisch ist, dass du sichtbar bist. Für mich schon auch. Aber jetzt ist es halt einmal so, ne? Ja, das war ja auch komisch, wie der Staub auf die Frau heruntergewirbelt und gewurbelt ist. Ja. Und wie die... Jäckerl, das Kästchen muss ich ja noch fertig machen. Weißt du was, Pumuckl? Nein. Ich mach das ganz schnell und dann unterhalten wir uns weiter. Ja, und, ja? Und wenn ich mich jetzt schon weiter unterhalte, also wenn ich zum Beispiel, halt, lass nicht gleich meinen Schlammzieher da. Nein, ich lass ihn da und lass ihn da und bin gleich wieder fort. So, und ein paar Schrauben, die müssen dran glauben. Pumuckl, bisschen, ja. Bisschen sei brav. Ja, ich bin ja brav, ich bin koboldsbrav. Ja. Und wenn ein Kobold koboldsbrav ist, dann muss man auch etwas davon sehen. Pumuckl. Staub zum Beispiel. Und dann muss man zum Beispiel, ja. Man muss es nämlich auch hören. Ja. Hör jetzt mal zu, wie brav ich bin. Einmal brav, zweimal brav, dreimal brav, viermal brav. So, ja. Oh, bei dir ist es so schön, wie auf einem Segelschiff. Also ich bin ja fast beinahe überhaupt kein bisschen traurig, so, dass ich jetzt immer bei dir bleiben muss. Ja. Ja. Du, Pumuckl. Ja. Da kommt der Bärmbacher über den Hof. Der hat mich wegen dir am meisten ausgelacht. Ja. Aber wenn er dich jetzt sieht, dann vergeht ihm vielleicht das Auslachen. Ja, das vergeht ihm ganz bestimmt. Ja. Ach so, du wirst ja jetzt unsichtbar. Ich wollte nur nachschauen, Eder, ob dein Anfall vorbei ist. Na ja, du schaust ja schon wieder ganz fidel aus. Ist wieder alles klar, ja? Alles klar. Na, ich hab's ja gleich gesagt. Alles lässt sich ganz natürlich erklären. Auch so ein komischer Kobold. Ja. Au. Oh, jetzt sowas. Fällt mir die Eisenzange da auf den Fuß. Ja, das war er. Wer? Na ja, der Pumuckl.
Fangst schon wieder an mit deinem Schmarrn, Kobold. Du schau mal auf deine Schuhe. Da zieht gerade jemand die Schuhbanteln auf. Okay, die gehen wir 100 Mal am Tag auf. Das Perlenzeug. Dass das aufgeht, das ist ja die natürlichste Sache der Welt. Da brauche ich keine Heinzelmännchen. Kann sein auch nicht. Ich das seine kindisch, Bütchen. Du, die wird gleich dein Geldbeutel aus der Hosentaschen rutschen. Oh, tatsächlich. Da hat meine Frau schon oft geschimpft, weil ich den Geldbeutel so schlampig einsteck. Pumuckl, lass den Bärnbacher jetzt in Ruhe. Ja, scher dich zum Teufel, Pumuckl, und lass aus dem Eder wieder einen vernünftigen Menschen werden. Du, aber weil ich gerade mein Geldbeutel in der Hand hab, ich bin davon neulich noch 5 Mark schuldig. Mhm. Da hast du es wieder. Ich hab's leider nur in Kleingeld. Herrschaftszeiten! Jetzt haben wir die ganzen Zehnerln untergerutscht. Also heute habe ich schon lauter linke Daumen. Und wo die überall hingerollt sind, so was Blöds bis dahinter. Das lässt sich ganz natürlich erklären. Könntest du mir nicht vielleicht ein bisschen helfen? Nein, das kann ich nicht. Ich muss gerade Pumuckl, lass die Schlösser in Ruhe, die werden verbogen, wenn du das runterschmeißt. Was hast du gesagt? Nix. Ich weiß nicht, ob ich auch alles gefunden habe. Also, wenn ich noch was finde, gebe ich dir's dann zurück, ja? Wenn das so weitergeht, dann kann's ja jetzt dann schön werden. Wieso? Jetzt dann, was hast du denn vor? Mein Gesangverein tritt doch heute auf. Wir haben 50-jähriges Jubiläum. Das wird eine ganz große Sache. Einen riesen Saal haben wir gemietet und der ist schon fast ausverkauft. Nein, es ist ja schon höchste Zeit. Was ist, kommst nicht mit? Du, ich verstehe vom Singen gar nichts, weißt. Aber es wäre gescheiter, du gingst einmal so wohin und jetzt ein bisschen was für deine Bildung, statt dass du immer da allein daheim hockst und dir Blödsinn einbildest. Wenn ich dir doch sag, den Pumuckl gibt's, hast du es jetzt noch nicht gespannt? Ja, dann nimm halt dein Kobold im Westentaschel mit, wenn's schon meinst, du Narr, du Alter. Nein, ich bleib lieber daheim, aber ich wünsch dir recht viel Spaß. Ich danke dir schön, aber jetzt muss ich sausen. Ja. Servus, gell, servus. Also, bitte. Servus, ja. Ich weiß jetzt, wo ich mich sofort hinschere und was ich dann herumschere. Ich schere mich jetzt zum Herrn Bernbacher. Jawohl, auf der Stelle schere ich mich zum Herrn... Pumuckl! Weg ist er. Der ist fein gerade hinterm Bernbacher her. Naja, wenn er den ein bisschen tratzt, kann's eigentlich nicht schaden. Ich mach jetzt das Kastel fertig. Meister Eder ging leise schmunzelnd an seine Arbeit. Der Pumuckl aber ist mit Kobolds Geschwindigkeit hinter Bernbacher hergelaufen, unsichtbar versteht sich, und so in Bernbachers Wohnung gekommen. Frau Bernbacher hat gleich ihren Mann ein wenig vorwurfsvoll empfangen. Spät bist dran, du, ja. Ist es höchste Zeit. Du musst ihn noch rasieren und umziehen. Wo warst du jetzt so lang? Jetzt reg dich nicht auf, ich werd leicht noch fertig. Ich hab nur ein Gespräch mit dem Eder führen müssen, der ist nämlich total verrückt. Ja, das kannst du mir später erzählen. Komm jetzt, rasier dich. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Wo ist denn mein Rasierapparat? Ja, wo er halt immer ist. Nein, da ist er nicht. Mei, so ein Mannsbild findet doch schon gar nichts. Ich hab ihn schon. Er war bloß unter was runtergerutscht. Herrschaft, wo sind denn jetzt meine Klingen? Wo sind denn meine Rasierklingen? Hast du wieder eine braucht zum Auftrennen oder so? Ach, wo, die sind am Platz. Nix sind's. Eine einzige Schlamperei ist das bei uns. Du, geh, das merkst du, bei mir ist keine Schlamperei. Die Rasierklingen sind weg. Einfach weg. Hab ich denn heute früh die letzte verbraucht? Das gibt's doch gar nicht. Aber was dann? Dann rasiere ich mich eben nicht. Es geht auch so. Was, du merkst dich nicht rasieren? Ich bin ja noch ganz glatt. Also, weißt. Aber... Wenn ich's nicht finde, die Rasierklingen... Jetzt warte mal, ich such's. Zieh dich zuerst an, rasieren kannst dich später auch noch. Du hast mir ja bloß einen Socken dahergelegt. Also jetzt red doch kein Schmarrn, ich werde dir bloß einen Socken daherlegen. Ja, wenn ich dir sag, schau doch selber. Ja, tatsächlich, aber ich weiß das ganz bestimmt, dass... Dann bring mir andere Socken, bitteschön. Ach, das sind doch die einzigen schwarzen, die du hast. Aber warte, die müssen sich doch finden. Wo sind denn meine Manschetten? Da am Boden liegt einer. Ja, da gehören's hin. Also weißt du, bist aber auch schon so rusch, dass du alles immer runterschmeißt. Ja, ich habe ihn nicht runtergeschmissen. Ja, meinst denn ich? Ach, mein Gott, das kann doch nicht alles spurlos verschwinden. Da der zweite Socken zwischen der alten Wäsche. Ja, da sieht man's wieder. Wenn du aufräumst, dann schmeißt einfach alles irgendwo hin. Also ich habe den Socken nicht in die Wäsche geschmissen. Ja, ich vielleicht. Ich habe ihn überhaupt nicht in der Hand gehabt. Wo ist denn jetzt mein Smoking-Schleiferl? Das ist doch gerade noch da gelegen, das habe ich selber gesehen. Ja, also wenn's da gelegen ist, dann liegt's auch noch da. Mach heute mal deine Augen auf. Wenn's nicht da liegt, liegt's nicht da. Du mit deiner Rumräumerei bringst alles nur durcheinander.
Was hast du jetzt runtergeschmissen? Ja, ich bin überhaupt nicht hingekommen. Ja, aber ich vielleicht. Naja, es ist ja dein Rasierwasser. Ach, es läuft am Boden umeinander. Oh mei, es ist wirklich furchtbar. Also wenn du jetzt auch das Jammern noch anfängst, dann... Ja, Himmel, Donnerwetter, wird's jetzt bald mit den blauen Socken. Ja, die finde ich auch nicht. Ja, dann zieh ich eben rot oder gelbe an. Ich muss jetzt gehen. Hast jetzt das Schleiferl? Nein, ich ziehe Krawatten an. Nein, so lasse ich dich nicht gehen, wenn alle anderen dann... Ach, das ist mir gleich. Und statt Manschettenknöpfen mache ich mir eben Sicherheitsnadeln hin. Mir ist jetzt alles gleich. Nein, ich gehe nicht mit. Meine Eintrittskarten, die kannst du von mir aus jemand anders schenken. Wenn du das überhaupt noch hast, bei dem Durcheinander. Jetzt mal den Teufel nicht an die Wand. Gib mir lieber meinen Geldbeutel her, da müssen sie drin sein. Da? Aber da ist nichts drin. Jetzt red doch keinen Unsinn. Ja, wo sind denn die Karten? Ich hab's doch... Also du brauchst jetzt gar nicht mehr suchen, ich geh nicht hin, ich mag nicht mehr. Ja, Kreuzbirnbaum und Hollerstauden, ja gibt's denn jetzt das auch? Das darf doch nicht sein. Jetzt halt mich zurück, sonst passiert was. Such nicht, ich geh nicht mit. Ich bleib daheim. Alles war weg. Die Schleife, die Seife, die Knöpfe, die Schöpfe, die Socken, die Locken, der Rasier und das Papier und... Das Papier, die Karten, das war das Allerschönste, die Karten waren auch noch weg. Was denn für Karten? Ja, die Ehrenkarten für den Herrn und für die Frau Bärmbacher. Die können nämlich jetzt da gar nicht hingehen. Die sitzen daheim und die machen immer so ho, 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 ho. Also Pumuckl, das geht zu weit. Den Bärmbacher ein bisschen Trassenpütschen. Aber seine Frau, die kann ja gar nichts dafür. Dafür Papier, Durst, Wurst, ist den Pumuckelwurst. Nein, das ist nicht anständig. Was? Ständig anständig ist für Kobolde sehr unanständig. Nein, Pumuckl, das ist nicht recht. Wo sind denn die Karten? Weiß ich nicht. Du? Weiß ich nicht. Das ist ja das Lustige, weil... Die Karten waren ganz von alleine weg, waren die Karten, jawohl. Ganz von alleine fort. Schneckblick! Lüg nicht, Pumuckl! Bei meiner Klabauter-Ehre! Ich war... Da liegen ja die Karten! Wo? Da! Pfei grad! Jetzt erinnere ich mich. Die hat er rausgelegt, wie er das Geld zurückgegeben hat. Ja, sowas. Ja, da muss ich gleich übergehen und muss sie ihm bringen. Nein, sowas. Nein! Karten zerreißen, zerbeißen! Nichts da. Nein, also Spaß ist ja recht schön, aber sobald jemand wirklich einen Schaden hat, da hört er auf, Pumuckl. Ich gehe jetzt rüber. Dann geh doch! Aber sag ihm doch einen feinen Koboldsgruß von mir und dass sich das mal ausnahmsweise ganz natürlich erklären lässt. Ungebührlich, natürlich. Ja, du bist es, Eder. Ja, ich bin's. Ich bring dir die Ehrenkarten. Was? Aber die hast du? Ja. Ja, so weißt, jetzt fange ich allmählich selber an, dass ich an Gespenster glaube. Nein, das braucht sie in dem Fall nicht. Die hast du vorhin bei mir liegen lassen. Das gibt's doch gar nicht. Doch, das gibt's. Aber das kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie ich die Karten hab liegen lassen können. Allmählich ist mir das fei unheimlich. Dazu ist gar kein Grund da. Das ist ganz normal zugegangen. Du, Eder, sag einmal, bist du am Ende geheilt? Nein, aber ich hoffe, du bist geheilt, George. Was ist denn los? Wir können gehen. Ich hab die Karten. Ein Eder, sein Hausgeist hat's verschleppt. Nein, wenn ich's dir sag, das hat er nicht. Du hast... Eder, streiten wir nicht. Vertragen wir uns wieder. An allem ist der Puh, der Kuhbuckel, oder wie er heißt, schuld. Ich glaub dir ja, dein Puhlackel. Glaub, was du willst. Ich wünsch dir trotzdem viel Spaß bei deinem Gesangsverein. Der Abend war ein Erfolg. Auch wenn der Bärmbacher blaue statt schwarze Socken anhatte und eine Krawatte statt einer Schleife. Es ist nichts Unangenehmes mehr passiert. Nicht einmal gezwickt wurde irgendjemand. Denn der Pumuckl ist in der Werkstatt eingeschlafen. So eine Anstrengung war es gewesen, die vielen Sachen zu verschleppen. Und sicher hat er viele wunderschöne Träume gehabt von allen sieben Meeren und Segelschiffen und zwischendurch von wunderschönen Sägespänen aus Meister Eders Werkstatt.